Wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier immer noch im Scheffau, im Wilden Kaiser. Heute das Wetter wieder nicht mehr so gut. Es regnet wieder, zwischendurch regnet es ein bisschen. Alles Wolken verhangen, aber es hat doch ein bisschen blauer Himmel zum Teil. So, kommt gut. Und wir sind hier im Aufbruchstimmung. Im Zusammenraum, weil heute geht es weiter Richtung Schladming. Zu den Bergrettern. Yay! Das ist der Freude, zu den Bergrettern gehen. Gehen wir das noch anschauen, ja. Das Morgen haben wir wieder gesehen, also dort unten das Morgen gesehen. Jetzt müssen wir das ganze Zeug wieder abbauen. Hier. Die Markise wird wahrscheinlich heute nass verräumt, aber wir müssen es einfach wieder aufbauen. Nachher. Dann kann sie vielleicht wieder ein bisschen trocknen, wobei es immer wieder Regen angesagt. Naja, wir räumen mal zusammen hier. Es ist auch noch ein bisschen Ghetto überall, aber ja. Die Velo müssen auch noch auf den Träger. Die stehen hier, die Küder müssen wir noch entsorgen. Viel Arbeit, bevor man wieder weiterreisen kann. Aber es ist wunderschön hier. Kann ich absolut empfehlen. Also Campingplatz, wie heißt der Campingplatz? Biker Ranch. Irgendwie so. Ja. Ich weiß es nicht. Kannst du nie blenden. Also Campingplatz heisst Biker Ranch. Aber das ist eigentlich das Restaurant oben, der Campingplatz heisst gerade anders. Vielleicht, ich blende es aber hier wieder ein. Das geht mir am einfachsten. Kann ich absolut empfehlen. Ist preislich ein bisschen die höhere Klasse, aber man hat hier gerade Strom am Platz, man hat Wasser am Platz. Nebenan ist gerade noch ein Stecker für den Nachbarplatz. Also man hat alles hier, man hat unser Wasser kaum gebraucht, das wir immer durchgenommen haben. So. Genug erzählt? Oder hast du sogar noch einen Naturpool hier. Echt mega klasse, wirklich. Ja, den haben wir schon gesehen. Ja, trotzdem. Das habt ihr ja gesehen, als wir reingumpelt sind. Sehr erfrischend cool. Gesehen. Ja. Cool. Vorher ist der Platzwart gekommen und hat gestaunt, dass wir überhaupt rein sind. Ja, macht auch nicht jeder. Nein, das macht wirklich nicht jeder. Also, zu oben sind noch andere drin, das haben wir gehört, aber nachher ist niemand mehr drin. So, dann sehen wir uns, wie wir losfahren. Bis gerade. Hallo. Wir haben uns hier jetzt zwei Bäste darüber aufgekämpft. Jetzt sind wir auf dem zweiten oben. Keine Ahnung, was er heisst. Irgendwie hat das Bergrestaurant Mittelreck Alm.
keinen Plan, wo wir sind. Einfach am Navi eingeben, mal die Strasse vermeiden. Und das jagt jetzt uns über einen Berg nach dem anderen, aber es ist mega geil hier oben. Da hinten, das ist unser weiter Weg hier ans Loch ab. Dort Richtung Regen oder so. Und rundherum einfach die mega Berge. Wir haben hier oben, dort. Das ist krass hier, die wachsen hier einfach neben uns hier in die Höhe auf, keine Ahnung, so 2500 Meter vielleicht. Wir sind etwa auf 1000 oben. Und dort hinten kommen wir her. Mega geil, hä? Kann man das gelten hier. Das ist super hier. Das Wetter macht auch einigermaßen mit. Es ist ein bisschen bewölkt noch zwischendurch. Ja, aber einfach geil. Einfach geil. Wir kennen ja bei uns auch Berge, aber das ist einfach schon etwas anderes noch. Das. Mega. Machen wir doch kurz Pause und dann fahren wir weiter. Wo sind wir da? Ja, schau mal da rüber. Das sagt ja wohl schon alles. Da muss man gar nicht mehr dazu sagen. Cool. Ich habe Freude. Und ein schönes Köchchen nebenan. Schön Dachstein aus Hintergrund. Ja, es ist auch wieder kleiner. Ja. Es sieht auch wieder kleiner aus. Da kann man gar nicht glauben, dass sie hier noch einen Parkplatz streiten. Ah, ja, gut. Ja. Das ist ja hier, wo sie mal dieser das Gabriel abgedeckt haben. Ja, genau. Wenn es geregnet hat. Ja. Genau. Ja. Das ist cool. Ja. Ich bin sprachlos. Schön. Also, wir sind hier in Ramsach wie heisst es so wieder? In Ramsau, am Dachstein. Genau, Ramsau am Dachstein. Laufen wir schnell das Dörfchen durch. Natürlich haben wir wieder E-Bike gefahren. Jetzt wollte ich gerade loben, wie sie hier schön hier mit Schindeln das Dach gemacht hat, dann oben. Irgendwie. Das geht hier bergauf, hier nach rechts. So. Die sind alle hier eingelegt, dass das Wasser quasi hier drunter reinläuft. Irgendwie ist die falsche Richtung auf das Wasser. Also das hier ist anscheinend auch noch Bergretter, hier oben ist ja auch Rettungsdienst, Ramsau, Bergrettungsdienst. Aber ich weiß nicht, ob das im Film oben auch vorkommt. Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Nicht? Okay. Aber schöne Häuschen sind hier. Ja, schöne Häuschen sind hier. Ich gehe jetzt noch schnell in die Küche. Ja, es ist so eine schöne Küche. Ja, wir müssen so schnell rein. Wenn sie offen. Ja, hoffen wir es.
So, jetzt haben wir Bergrettung Ramsau 3 Ort auch gesehen. Wir sind noch in der Küche gesehen. Und jetzt geht es weiter auf den Sölkpass. Der sollte offen sein, der war letztes Jahr noch nicht offen. Gewesen. Haben wir den nicht drüber fahren, haben das auch gemacht. Aber ja, letztes Jahr haben wir ja noch nicht gefilmt. So lange waren wir es ja noch nicht. Ja, jetzt fahren wir da Richtung Sölkpass über auf Murau. Und dort haben wir dann unseren nächsten Stopp. Können wir uns dann einrichten, häuslich, bei den Verwandten von euch. Genau. Genau. Da fahren wir mal weiter. So war das nicht waghalsig mit den Drohnen zwischen den Bäumen durch. Aber super Aufnahme hoffentlich. Wir sind jetzt auf dem Sölkpass oben. 1800 Meter hoch ist das Ding. 1790 sehe ich gerade dahin. Seehöhe. Und das Witzige an diesem Pass ist, der ist so wenig wichtig, dass er auch nicht räumen im Winter, sondern warten, bis er einfach geschmolzen ist. Also sobald es von der Verschneien ist, er gesperrt, hat er eigentlich Wintersperre, obwohl es keine offizielle Wintersperre gibt. Und bis der Schnee geschmolzen ist, ist er einfach gesperrt. Das ist meistens so Mitte Mai rum. Also er ist jetzt etwa 2 Wochen schon offen. Und da hat es anscheinend noch ein Küchlein da. Hat Lukas gerade gesagt, da kann man etwas reinschreiben. Da gehe ich jetzt schauen. Ich schreibe ihm da etwas rein. Hallo. Oh. Ui. Wer ist es nicht. Nicht. Gipfelbuch. Mhm. Das Datum schon drin. Mhm. Was schreibst du? Was schreibst
So, ich habe reingeschrieben, Marco, Astrid und Lukas waren hier mit zwei Autos und Dachzelten auf dem Weg nach Murau. Grüße aus der Schweiz. So, Köchli gemacht. Ist cool da oben, he? Jetzt zusammen, ja. Jetzt fängt es gleich wieder an zu regnen. Körper, das. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ich glaube, wir fahren langsam weiter. Ja. Lukas geht noch zum Seeli hinterher. Machen wir auch noch schnell, kommen wir noch zum Seeli. Wenn's ich habe das vorher meinen Tank leeren. Sehr gut. Ja. Zu viele Details. Also es ist hier Zölkpass, Seehöhe 1790. Und das ist kein See hier, sondern also Schneefeld. Einfach ein Schneefeld unter den Steinen. So, es regnet mehr. Regen, schnell ins Auto. Zurück im Auto, es regnet. Die Linse ist ein bisschen lang. So, sieht wieder sauber. Putzelt mich doch auch ein bisschen. So, jetzt fahren wir an, den Sölkpass wieder runter, Richtung Murau, aber nicht direkt auf Murau, sondern rechts Richtung Freibergen. Dort wohnen deine Verwandten. Ja. Genau. Gut, dann sehen wir uns dort. Bis später. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Hallo, wir sind angekommen. Ja. So, hallo, wir sind angekommen in den Freibergen in der Nähe von Murau. Und hier hinten haben wir unser Auto jetzt hergestellt. Und irgendwie können wir hier, ein bisschen gemeint, links hier hinten im Shop, können wir auch unser Zeug aufstellen. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir hier nicht den ganzen Rasen vertrampeln. Ja, das ist der Bauernhof von Ihnen hier. Der Stahl und so, der Schopf. Das Wohnhaus, das da vorne geradeaus, wo gelb ist unterab. Eigenhändig aufgebaut, der Oberstock, frisch renoviert, also abgerissen aufgebaut. Ja. Und jetzt gehen wir noch, sie sind schon um Hallo sagen. Ich gehe jetzt gerade hinten nach, ich bin nur schnell das Auto abstellen, weil wir noch ein Fuß braucht. Dass man dann einen Morgen Kaffee und so rauslassen und hier schon Strom hat. Genau. Jetzt gehe ich wieder rein und dann sehen wir uns dann später, wenn wir das aufbauen, wie wir es eingerichtet haben. Bis dann, ciao, ciao. Hallo zusammen. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Aus dem Dachzelt. Wir wollen noch schnell gute Nacht sagen. Ja, wir sind doch ein bisschen angestrahlt von dieser Lampe, da. Dass man auch etwas sieht. Ja. Ja. Wir sind eben in Murau, also Freibergen oben, angekommen. Ja. Allen Hallo gesagt, viel geschnurren dort schon. Ja, jetzt bin ich noch ein bisschen im Videoschneiden gesehen, aber jetzt geht es ins Bett. Wir sind müde. Ja, es war eine lange Fahrt.
Genau, und, aber sehr geile Fahrt, vor allem der Sölkpass, mega geil. Ja. Und ja, Lukas ist schon im Bett, im Zelt nebendran. Steht gerade neben uns jetzt das Mal, haben wir es geschafft. Genau. Also, bis zum nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss, also im nächsten Teil. Ciao!